Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin Christoph Regulski. Ich danke die Einladung, hier zu sprechen zu dürfen, DJ Spock. Und wir hatten vor einigen Wochen ein ganz interessantes Gespräch. Revolution, jetzt 100-jähriges Jubiläum, November 1918, Januar 19. Und die Spock meinte auch hier zu dieser Thematik, digitale Revolution. Und lass uns einfach mal versuchen, diese beiden Themen irgendwie zusammenzubringen. Und ich bin Historiker, ich habe mich sehr lange mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt, auch dann mit der Revolution 1918. Und ja, das hat dann eigentlich ganz gut gepasst. Und ich werde dann jetzt in einem kleinen Vortrag, vielleicht so eine gute halbe Stunde, die wesentlichen Entwicklungslinien der Revolution 18, 19 vorstellen. Wenn Fragen sind, jederzeit gerne. Und ansonsten dachte ich, vielleicht so die letzten Viertelstunde, 20 Minuten Dialog, Austausch, Anregung einzutreten. Ich begleite den kleinen Vortrag mit einzelnen Bildern. Ja. Und Deutsche Revolution 1918, ganz wichtig, entstanden aus dem Ersten Weltkrieg heraus. Da werde ich jetzt mal kurz ein paar Daten zu nennen. Hat ja begonnen August 14, 51 Monate Kriegsdauer, begonnen von Deutschland als ein Zwei-Fronten-Krieg. Einmal im Westen gegen England und Frankreich und im Osten gegen Russland, das zaristische Russland. Also eine durchaus militärisch sehr ungünstige Situation. Der Krieg konnte lange Zeit praktisch in der Waage gehalten werden. Es gab furchtbare Schlachten, immense Verluste schon im ersten Kriegsjahr bis zum Dezember 1914. Und wie ihr vielleicht hier sehen könnt, an diesem Buchcover, das ist von 1924, da hat ein kritischer, ja, Geisteswissenschaftler, der Ernst Friedrich, die furchtbarsten Bilder dieses Krieges zusammengetragen, weil er die Glorifizierung des Krieges, die Heuchelei, die Schönrederei nicht mehr ertragen konnte. Und hat dann dieses auch heute wieder aufgelegte, noch verfügbare Buch Krieg dem Kriege herausgegeben. Und was ihr da so auf dem Titelbild seht, das ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Aber ich habe euch die furchtbarsten Fotos, Gesichtsverletzungen erstmal erspart. Und kann ich heute noch empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Auf jeden Fall soll dokumentieren, dieser Krieg war wirklich furchtbar, er war grausam, er war einfach zerstörerisch und er fand kein Ende. 1917, wir haben jetzt schon fast 3 Jahre Krieg, war das zaristische Russland wirtschaftlich, auch politisch völlig am Ende. Es gab 1917 zwei Revolutionen. Und zwar die erste bürgerliche, da hat sich das Volk aufgelehnt gegen den Zaren, der wurde gestürzt. Es kam eine bürgerliche Regierung, Kerenski-Regierung, und die führte den Krieg aber weiter gegen die Interessen des eigenen Volkes in Absprache mit den Alliierten. Darauf kam es dann im Oktober 17 zu der berühmten zweiten russischen Revolution. Die Bolschewiki übernahmen die Macht und wollten den Krieg auf jeden Fall um jeden Preis beenden und haben das dann auch gemacht mit einem für sie sehr schlechten Frieden von Brest-Litowsk. Aber der Krieg war für Russland beendet. Dadurch fiel für Deutschland erstmal ein Kriegsgegner weg. Das Dumme war nur, im selben Jahr traten die Vereinigten Staaten, die USA, auf Seiten der Entente in den Krieg ein. Das heißt, die volle wirtschaftliche und finanzielle Kraft der USA als Kriegsgegner. Das war das Ende. Der Krieg konnte dann noch weitergeführt werden bis 1918, war aber definitiv verloren. Und es wollte von den Herrschenden, die militärische Leitung, Kaiser, wollten das nicht wahrhaben, kämpften weiter und weiter, bis eben die Alliierten militärisch durchgebrochen sind und die Niederlage ganz klar auf dem Tisch lag. Das ist die Situation im Herbst 1918. Der Krieg ist definitiv verloren. Die deutsche Armee steht zwar noch relativ weit im Feindesland, Nordfrankreich, Belgien, aber sie hat keine Chance gegen die aufkommende alliierte Kraft. Und das weiß auch die Seekriegsleitung. Deutschland hatte auch eine sehr starke Marine aufgebaut, die zweite in der Welt hinter England. Und diese militärische Marineführung, die im Krieg nicht sehr viel zu tun hatte, es gab die berühmte Skagerrakschlacht, aber das war im Prinzip dann schon alles,
die hatte dann die wirklich wahnsinnige Idee, eine letzte Entscheidungsschlacht zu suchen, gegen die Engländer auszulaufen und auf Teufel komm raus eine Seeschlacht zu führen. Sie wussten, dass der eigene Untergang, ihre Offiziersehre war gewahrt, aber es hätte Tausende, Zehntausende von Soldaten, Matrosen das Leben gekostet. Und was Sie hier jetzt sehen, das sind zwei Soldaten, die hatten schon 1917 in der Flotte die Idee, wir setzen ein Zeichen, wir wollen nicht mehr. Wir verweigern den Gehorsam, machen nicht mehr mit und geben dadurch ein Zeichen an das Feldheer, hört auch auf zu kämpfen, wir wollen Frieden schließen. Die Sache ist aufgedeckt worden, es gab Todesurteile, 10 Stück insgesamt, und an diesen beiden, das ist links der Max Reichpietsch und rechts der Albin Köbis, sind diese Urteile dann vollstreckt worden am 5. September 1917. Das heißt, in der Flotte gab es schon eine längere Tradition, wir wollen nicht mehr, wir wollen Frieden. Und dann kam dieser militärisch sinnlose Suizidplan sozusagen auszulaufen und die Matrosen haben gesagt, nein, wir fahren da nicht mit. Die haben die Feuer aus den Kesseln gerissen, die haben die Schiffe teilweise sabotiert. Es war klar, das Unternehmen findet nicht statt. Die Seekriegsleitung hat das erkannt und hat die Schiffe dann nach Kiel beordert, weil sie meinte, dort an der Westküste zu heikel, nach Kiel, und hat damit einen entscheidenden Fehler begangen, weil die Lage in Kiel war auch schon angespannt. Das deutsche Volk hat 4 Jahre lang gehungert, größte Entbehrung. Es gab eine Lebensmittelknappheit sondergleichen. Man schätzt ungefähr eine 750.000 Ziviltote in Deutschland 1418. Und in dieser Situation, auch in Kiel, mit den Tausenden, Zehntausenden unzufriedenen, hungernden Werftarbeitern, kamen dann die Matrosen, die auch absolut bedient waren, die keinen Krieg mehr wollten. Und das war natürlich eine unwahrscheinlich explosive Mischung. Und die hat natürlich dann auch Ende Oktober, Anfang November entsprechend gezündet in Kiel. Es gab erste Demonstrationen, einzelne verhaftete Soldaten sollten freikommen. Und die ganze Sache hat eine sehr große, schnelle Eigendynamik entwickelt, dadurch, dass eben Arbeiter und Matrosen zusammen losgezogen sind. Und was ihr hier seht, sind die ersten authentischen Fotos dieser beginnenden Demonstration. Ein erster Demonstrationszug wurde noch durch die Offiziere niedergeschossen. Es gab ein gutes Dutzend Tote. Und das war der Punkt, wo die Soldaten, die Matrosen gesagt haben, so geht es gar nicht mehr weiter. Wir machen jetzt den Unterschied zu 1917. Wir bewaffnen uns. Während die beiden, können wir zurück, die erschossenen Matrosen der Bewegung 1917 gesagt haben, wir bleiben gewaltlos, wir bewaffnen uns nicht, wir machen passiven Widerstand, ist in dieser Situation Anfang November 1918 in Kiel die Entscheidung der Matrosen gefallen, wir besorgen uns eigene Waffe, Gewehre und wehren uns. Und damit in dieser Situation, der Krieg war eh schon verloren, der Waffenstillstand am 11.11. stand kurz bevor, haben wir praktisch eine revolutionäre Situation in Kiel. Es bilden sich die ersten Arbeiter- und Soldatenräte und die übernehmen dann praktisch den Hafen, den militärischen Teil, dann aber auch schon die Stadt. Und jetzt passiert Folgendes. Die Regierung dachte noch, das können wir vielleicht auf Kiel irgendwie lokalisieren. Das kriegen wir vielleicht noch in den Griff. War so, dass viele von den Matrosen in ihre Heimatstädte gegangen sind und die Revolution, die in Kiel begonnen hatte, praktisch exportiert haben. Das ging dann relativ schnell, so in der ersten Novemberwoche. Da wurde dann eine Stadt, mal ausgehend von Kiel Richtung Süden, praktisch revolutioniert. Die lokalen Stimmungen, die eben auch genauso waren wie in Kiel, explodierten, führten dazu, dass das alte System in sich zusammenbrach. Als erster verlor der bayerische König seinen Thron, seine Krone. Das war am 7. November. Und am 9. November war die Revolution durch die Matrosen dann nach Berlin gekommen. Und die Frage war, wie geht es jetzt hier weiter? Die Revolution war bis dahin absolut friedlich. Es war praktisch ein Zusammenbrechen des alten, morschen, völlig erledigten durch die aufkommende Revolution. Und jetzt war die Frage in Berlin, wie geht es hier weiter? Und da haben sich auch schnell die Soldaten in Berlin, die da noch waren, zu den Revolutionären gesellt, zusammen
getan und gesagt, nein, wir schießen nicht auf die Revolutionäre, es wird eine friedliche Revolution geben. Und genauso ist es dann auch gekommen. Es gab ganz vereinzelt Widerstand einzelner Offiziere, aber im Vergleich zu dem, was dann in Berlin genau sich auch an Menschen gefunden hat, an Matrosen, wie ihr auf dem Bild seht, an Bürgern, war das wirklich nicht viel. Es war eigentlich eine friedliche Masse, die eben auch das Neue wollte, die den Krieg auf jeden Preis beenden wollte. Und das war am 9. November. Und dieser Tag hat es dann in sich, genauso wie der 10. November, der mindestens genauso wichtig ist. Diese Vorgänge sind in der Berliner Politik natürlich wahrgenommen worden. Und es wurden an diesem 9. November auch die längst überfälligen Konsequenzen gezogen. An diesem Tag hat der noch regierende Reichskanzler, Prinz Max von Baden, Thronerbe eines Großherzogtums immerhin, das Reichskanzleramt an Friedrich Ebert, Parteivorsitzender der SPD, übergeben. Am selben Tag hat der Max von Baden die Abdankung des Kaisers erklärt. Da gab es einen großen Zeitungsbericht, der Kaiser hat abgedankt. Hat der Reichskanzler eigenmächtig verkündet, um die revolutionäre Situation in Berlin nicht explodieren zu lassen. Wilhelm II. War zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt geneigt, auf den Thron zu verzichten. Vielleicht als deutscher Kaiser, aber als preußischer König könnte ich ja noch ein bisschen weitermachen. Und da hat der Prinz Max gesagt, nein, Feierabend, bevor das hier in Berlin explodiert, ist die Monarchie auch für uns hier in Preußen beendet. Ja, und in diesem Tag war dann Friedrich Ebert, Reichskanzler des Deutschen Reiches, in einer revolutionären Situation. Und die spannende Frage ist natürlich, was passiert jetzt? Und da muss man gucken, wie hat sich die SPD praktisch von ihrer Gründung bis 1918 entwickelt. Anfangs als revolutionäre Partei, die Partei, die den Lehren Karl Marx verpflichtet war, hat sich in den Jahren, Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg radikal geändert. So um die Jahrhundertwende, um 1900, setzte eine Bewegung ein, die sich das Ganze angeguckt hat und gesagt hat, die Lage der Arbeiter verbessert sich ja immer weiter, die Lage insgesamt wird besser, brauchen wir eigentlich noch eine Revolution? Ist es nicht eigentlich mit Evolution viel besser getan, dass die Arbeiter in diesem Staat gut verdienen, partizipieren? Und das war die sogenannte Revisionismusdebatte, die offiziell von der Partei nie als politisches Ziel ausgegeben war, aber politischer Alltag geworden ist. Und vor diesem Hintergrund war auch Friedrich Ebert jemand, der wollte Ruhe, Ordnung, geregelte Verhältnisse, aber bitte keine soziale, gesellschaftliche Revolution, die wirklich auch Besitzverhältnisse ändert. Und das war mit Friedrich Ebert, der dann selbst gesagt hat, Zitat, ich hasse die Revolution wie die Sünde, einfach nicht zu machen. Und man hatte dann an diesem 9. November mit Friedrich Ebert einen sozialdemokratischen Reichskanzler, der Ruhe und Ordnung und eben eine Weiterentwicklung wollte. Im Prinzip, der politische Zustand, wie er im 9. November im Deutschen Reich war, war für Ebert völlig ausreichend. Es gab in den letzten Wochen und Monaten des Kaiserreichs politische Veränderungen. Die Macht des Kaisers wurde radikal beschnitten, der Reichstag wurde aufgewertet, die Parlamentarier bestimmten den Reichskanzler selbst. Es war, wenn man so will, an den letzten Tagen eine konstitutionelle Monarchie, wie wir es heute zum Beispiel in Großbritannien haben oder auch in den Niederlanden. Und damit war für Ebert eigentlich alles erreicht, was er erreichen wollte. In dieser Situation gab es natürlich auch die Leute auf der Straße und die wollten doch mitunter, gerade auch im Westen Deutschlands, in den industrialisierten Gegenden, doch ein bisschen mehr. Zum Beispiel Sozialisierung, Verstaatlichung des Bergbaus, ganz großes Thema. Und die hatten jetzt schon ein bisschen mehr erhofft, dass da auch politisch, gesellschaftlich was tut. Und diese Fraktion gab es natürlich auch. Und diese Hoffnungen wurden in erster Linie von der USPD, der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei, die sich 1917 abgespaltet hat, getragen. Und deshalb war es in dieser Situation, um die ganze Sache unter Kontrolle zu haben, angeraten, mit der SPD und USPD eine gemeinsame Regierung zu bilden. Das wurde dann der sogenannte Rat der
Volksbeauftragten. Da haben wir je drei Vertreter der SPD und der USPD. Ich kann das mal kurz vorlesen. Also das ist der Wilhelm Dittmann, Landsberg, Haase, Ebert, Barth und Scheidemann. Wobei Ebert und Haase gleichberechtigte Vorsitzende dieses Gremiums waren. Aber es sollte sich schnell zeigen, dass Friedrich Ebert dem Haase, den er auch schon aus alten Zeiten der SPD kannte, gerade in puncto Taktik um einiges überlegen war. Er hat ihn dann öfter einfach überspielt. Ganz wichtig noch, Ebert, Vorsitzender dieses Gremiums, mit seiner eigenen Vorstellung, wusste genau, die andere Partei kriege ich unter Kontrolle, aber ich brauche noch eine Absicherung. Und bereits an diesem 9. November gab es Gespräche, Friedrich Ebert, mit der obersten Heeresleitung, die immer noch im Kriegszustand, wir haben ja noch nicht den 11. November, war und gesagt hat, ja, pass mal auf, Ebert, in der Situation, du sorgst für Ruhe und Ordnung und sobald wir zurück ins Reich kommen, also von Feindesland zurück nach Deutschland, werden wir dich auch militärisch stützen. Diese Zusage hatte im ersten Moment noch nicht die praktische Bedeutung, weil die Truppen noch in Belgien, in Frankreich standen. Aber es war klar, Ebert hatte ein Bündnis geschlossen mit dem Militär, das in den folgenden Monaten, gerade jetzt Ende des Jahres, Anfang 1919, seine Macht auch tatsächlich festigen sollte und jegliche revolutionäre Bestrebungen dann auch zum Teil mit brutalster Gewalt abgewürgt hat. Wir sind jetzt einen Tag später, 10. November. Wir haben jetzt die neue deutsche Regierung, gerade der Volksbeauftragten, und es gab ja gerade in Berlin noch die Revolutionären, sprich besonders die revolutionären Obleute, die durchaus revolutionäre Vorstellungen hatten und die auch durchbringen wollten. Und um das auch machen zu können, hat man gesagt, ja, es gibt diesen Rat für Volksbeauftragten und wir versuchen jetzt immer ein Gremium zu schaffen, das noch über diesem Rat ist und das von uns kontrolliert wird. Und da gab es dann diesen Kongress der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte und da passierte etwas ziemlich Merkwürdiges. Um Leute in diesen Kongress entsenden zu können, wurde in den Betrieben und in den Kasernen gewählt. Delegierte wurden bestimmt. Und ganz überraschenderweise sind ganz überwiegend Sozialdemokraten delegiert worden. Weniger revolutionäre Obleute, sodass die SPD in diesem Gremium da die Mehrheit hatte und natürlich entsprechend ihre Politik dort legitimiert bekam. Die SPD hat den, ich sag mal, Trick gemacht, die Forderung, den Slogan nach Einheit der Partei ganz klar in den Vordergrund zu stellen. Und die Soldaten und Arbeiter sind diesem Ruf gefolgt. Die sahen immer noch die alte SPD in diesem Moment, wo Ebert jetzt Reichskanzler war, als die Vertretung der SPD, glaubten auch, sie würde sich für sie einsetzen, auch für weitergehende Reformen und hat dann in erster Linie Sozialdemokraten delegiert. Ja, das Ergebnis war dann, dass wirklich überwiegend Sozialdemokraten delegiert wurden und entsprechend der Rat der Volksbeauftragten als höchstes Gremium bestätigt wurde. Damit hat man auf der anderen Seite eine Räteherrschaft, die durchaus zur Diskussion stand, verhindert. An diesem Tag fielen praktisch die Entscheidung, Räteherrschaft gegen Rat der Volksbeauftragten Richtung Demokratie. Der 11. November bringt dann den Waffenstillstand. Es ist endlich vorbei mit diesem Krieg. Und die Regierung, der Rat für Volksbeauftragten, geht eigentlich an die tägliche Regierungsarbeit. Müssen dazu sagen, eine absolut friedliche Situation, so gut wie keine Schüsse. Jetzt setzt praktisch alltägliche Politik ein in einer revolutionären Situation, die aber absolut friedlich ist, was sich Ende des Jahres erst ändern wird. Ja, die Regierung macht ihre Arbeit, besonders die Wirtschaftspolitik. Es geht darum, die Kriegswirtschaft, also die Wirtschaft hatte nur noch für den Krieg, für Rüstung, Militär gearbeitet, wieder auf zivile Produktion, praktisch auf den Vorkriegsstand zu bringen.
Und das war natürlich eine ganz klare Aufgabe. Die Gewerkschaften haben da wunderbar mitgemacht. Es gab ein Abkommen zwischen Stinnes und Legien, den Vertretern der Schwerindustrie und der deutschen Gewerkschaften. Und da haben die Gewerkschaften gesagt, ja, es bleibt auch gesellschaftlich, wie es ist. Es wird keine soziale Revolution geben. Es werden keine Betriebe verstaatlicht. Dafür bekommen wir als Ausgleich den gesetzlich zugesicherten 8-Stunden-Tag. Eine Forderung bis zum Krieg, eine fast utopische Forderung der Gewerkschaften, die natürlich von den Arbeitgebern sofort bewilligt wurde, weil sie dadurch ihre eigenen Betriebe, ihre Macht überhaupt erhalten konnten. Also von daher ging das dann ziemlich reibungslos. Im Westen Deutschlands, da wo die ganzen Zechen waren, Schwerindustrie, sah man das doch schon ein bisschen anders. Da wollte man ganz klar die Sozialisierung der Zechen erreichen. Wurde auch von Wissenschaftlern damals anerkannt, Sozialisierung der Zechen kein Problem, können wir machen. Die Regierung, bitte. Zeche, da wo sie unter der Erde krabbeln, Kohle rausholen. Bergwerksbetrieb. Gut. Ja, also der Montanbereich, ne? Und das sollte sozialisiert werden. Und da gab es natürlich dann entsprechende Vorbehalte, der anderen Großindustriellen natürlich, weil wenn man erst die Zechen sozialisiert, ja, dann kann man doch auch die Stahlverarbeitung sozialisieren. Und als nächstes können wir dann die chemischen Großbetriebe, BASF, Bayer, sozialisieren. Also Dominoeffekt, haben die gesagt, machen wir erstmal nicht. Taktik der Regierung war, ja, wir hören uns das erstmal alles an, was da kommt an Vorschlägen. Ja, ja, wir kümmern uns drum, machen erstmal gar nichts. So lief das Jahr der November bis Mitte Dezember 1918 erstmal ganz friedlich, evolutionär vor sich hin, bis die Matrosen, die aus Kiel kamen, noch in der Stadt waren, gesagt haben, ja, jetzt muss es aber langsam mal wirkliche revolutionäre und ja, deutlich spürbare Veränderungen geben. Und da hat die SPD gesagt, Reichskanzler Ebert, nee, passt nicht in unsere Linie, und hat sich dann dieses Bündnis mit der obersten Heeresleitung zunutze gemacht und erstmals Truppen, die wieder aus dem Krieg zurück waren, in der Stadt waren, eingeteilt und gegen diese Matrosen, die im Berliner Marstall waren, geschickt. Ja. Und da kam es praktisch zum ersten großen Gefecht. Sozialdemokratische Regierung, Regierungstruppen gegen revolutionäre Matrosen. Und hier seht ihr ein Bild, die Berliner Matrosen im Marstall, teilweise auch im Schloss, haben sich verbarrikadiert, auch entsprechend bewaffnet. Hier sieht man gerade dieses berühmt-berüchtigte 0815. Das ist ein Maschinengewehr, das an der Front im Einsatz war und sehr, sehr viele Menschen auch getötet hat. Und da mit solchen Bewaffen haben die sich dann praktisch duelliert. Und es ereignete sich zum Teil Groteskes, dass die von der Regierung beauftragten Soldaten gesagt haben, wir schießen doch nicht auf unsere eigenen Kameraden, in Gefechtspausen rübergelaufen sind in das Schloss, in den Marstall und sich den Matrosen angeschlossen haben. Es gab Tote bei diesen Auseinandersetzungen und die Ereignisse kumulierten so am 24. Dezember, Weihnachten. Und deshalb ist dieses Ereignis auch als Eberts Blutweihnacht in die Geschichte eingegangen. Das hatte natürlich auch gravierende politische Folgen. Die USPD, die mit dem SPD im Rat der Volksbeauftragten der Regierung war, hat gesagt, nein, das tragen wir nicht mit. Das geht uns schon zu sehr in Richtung Konterrevolution. Das machen wir nicht. Wir treten aus der Regierung aus. Und gleichzeitig passierte was mindestens genauso Wichtiges. In der USPD war der Spartakusbund drin. Das war in erster Linie Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht. Und die traten dann aus und gründeten am 31. Dezember 1918, also am letzten Tag des Jahres, die Kommunistische Partei Deutschlands. Damit haben wir praktisch Ende des Jahres eine ziemliche Polarisierung, erste gewalttätige Auseinandersetzung, aber eine politische Polarisierung, dass die USPD an Macht verliert und dafür die KPD als neue Partei dasteht. Die SPD wollte die Situation in Berlin klären und hat deshalb am Anfang des Jahres, in den ersten Tagen des Jahres, den Berliner Polizeipräsidenten einfach abgesetzt, grundlos. Dieser gute Mann war nämlich von der USPD. Und das hat das Volk in Berlin nicht mitgetragen. Es gab Massendemonstrationen,
Hunderttausende gingen auf die Straßen gegen diese Entlassung. Und in dieser zugespitzten Situation haben dann die revolutionären Obleute gesagt, hier müssen wir jetzt ein Zeichen setzen, auch militärisch. Wir kämpfen jetzt gegen diese Regierung. Also wir haben jetzt hier, seht ihr auch das Foto, wirklich Barrikadenkämpfe. Hier sind ja revolutionäre Obleute, also praktisch die Aufständischen, teilweise mit Soldaten. Hier sieht man den Mann mit dem Stahlhelm aus dem Weltkrieg. Daneben einen Mann in Anzug mit Sonntagshut und Gewehr. Ja? Die haben dann gegen die Regierung gekämpft, hatten allerdings militärisch keine Chance, weil auf der Gegenseite die Truppen, die im Krieg waren, die kriegserfahren waren, die das Material hatten, die es bedienen konnten, ihnen maßlos überlegen waren und diese Aufstände dann definitiv auch niederschlagen konnten. Diese militärische Situation war dann soweit geklärt. Es gab aber noch ein anderes ganz großes Thema, und zwar von ultrarechten Gruppen schon im Ende Oktober, November 1918 eine organisierte Hetze in erster Linie gegen die prominentesten Vertreter der linken des linken Flügels der USPD, gegen Liebknecht und Luxemburg. Es gab in den Straßen Berlins Mordaufrufe, da stand wirklich wörtlich, schlagt sie tot, 50.000 Mark Belohnung. Das Geld war wirklich da, 50.000 Mark, wenn man es umrechnet, ungefähr 800.000 Euro Cash sofort. Also ein wahnsinniger Wert in einer wirtschaftlich sehr unsicheren Zeit. Da gab es schon einige, die für dieses Geld bereit waren, auch aus ideologischen Gründen zu töten. Die Hetzjagd wurde immer intensiver über die Wochen hin. Es gab auch schon vereinzelte Mordversuche an Karl Liebknecht. Und das Ganze kumulierte natürlich dann nach diesen Januarkämpfen in Berlin. Und das Netz wurde immer enger gezogen um die beiden. Und sie wurden dann in der letzten Wohnung in Berlin verraten, wurden von Freikorpssoldaten abgeholt. Es lag juristisch nichts vor. Das war eine Aktion, die von der Regierung gewollt war, die auf Freikorps übertragen wurde, die in der Lage und willens waren, diesen Mord zu begehen. Und diese Aktion, wenn wir es mal so wollen, die gewollte vorsätzliche Tötung, die fand dann auch unmittelbar nach Verhaftung, beziehungsweise ja, war ja auch alles nicht gesetzlich, nehmen wir es mal Verhaftung, der beiden wurde das dann durch den Hauptmann Papst befehligt und die beiden wurden in ein Quartier einer militärischen Spezialeinheit gebracht, verhört. Man stellte zweifelsfrei fest, es handelt sich um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Nach einem scheinbaren Verhör wurden beide abgeführt und man sagte ihnen, wir bringen euch jetzt in Untersuchungshaft oder ins Gefängnis. Und auf dem Weg dorthin wurden sie mit Gewehrkolben niedergestreckt, äußerst brutal, und wie kurze Zeit später dann erschossen. Rosa Luxemburg hat man in den Landwehrkanal in Berlin geworfen, nachdem man sie erschossen hatte. Karl Liebknecht hat man schwer verletzt, ein Stück weit rausgefahren aus der Stadt, Tiergarten, aussteigen lassen, gesagt, da ist das Untersuchungsgefängnis, begib dich mal selbst bitte dorthin, und hat ein paar Schritte gehen lassen und dann von hinten erschossen. Also an diesen Stellen gibt es heute noch Denkmäler, sehr wichtige Stelle, wenn man sich das mal anschauen möchte vor Ort, kann man leicht finden. Auf jeden Fall, es war ganz klar, das waren Auftragsmorde, das war kein Zufall. Und der Papst, der das Ganze befehligt hat, hat 1969 gegen sein Lebensende hin einen Privatbrief verfasst, wo er genau das ausdrücklich sagt. Ich habe das gemacht, ich habe das befehligt, ich habe es gemacht mit Wissen von Noske, dem zuständigen Minister, und im Hintergrund Ebert. Das war die Aussage, der Privatbrief von Papst 1969, und es kann als ziemlich eindeutiges Dokument gelten, dass die Regierung die Ermordung der beiden durchaus wollte. Ja, die Reaktion war natürlich fatal. Viele wendeten sich von der SPD ab, traten sofort aus. Es gab internationale Proteste und
Das Ansehen der Regierung war sehr ramponiert in vielen ausländischen Institutionen, aber auch in Deutschland. Wenige Tage später, nach dieser Ermordung, fanden die Wahlen zur verfassunggebenden Nationalversammlung statt. In dieser Wahl, an der auch Frauen erstmals teilnehmen durften in Deutschland, Frauen hatten bis 1918 im Kaiserreich weder das aktive noch das passive Wahlrecht, standen rechtlich sehr schlecht da, durften Frauen erstmals 1919 die verfassunggebende Nationalversammlung mitwählen. Sie hatte die Aufgabe, eine demokratische Verfassung auszuarbeiten. Und natürlich richtete sich die Verfassung nach dem, wer dort in dieser Versammlung saß. Und die Wahlen zu dieser Versammlung erbrachten eine Mehrheit der Sozialdemokratischen Partei, 40% SPD, 5% USPD, aber keine Mehrheit dieser sozialdemokratischen Parteien. Es waren auch noch bürgerliche Parteien da, in erster Linie das Zentrum, die katholische Partei, liberale Partei, aber auch Feinde der Jungen Republik haben sich in politischen Parteien zusammengeschlossen und sind zur Wahl angetreten und sind auch natürlich da gewählt worden. Und sahen wir dann praktisch die Situation, eine durchaus bürgerliche Mehrheit mit einem sehr, sehr kleinen sozialistischen Anteil arbeitet eine Verfassung aus. Und das wurde dann die sogenannte Weimarer Verfassung. Dieses Gremium tragte übrigens in der Stadt Weimar, weil es in Berlin nach dem Morden Liebknecht-Luxemburg einfach politisch viel zu heiß war, in Weimar und daher auch die Bezeichnung Weimarer Republik, weil dort die Verfassung ausgearbeitet worden ist. Diese Verfassung war wiederum, wenn man so will, das Vorbild für das heutige Grundgesetz, getragen von demokratischen, liberalen Idealen. Ganz wichtig, zentral, individuelle Rechte, Grundrechte, Meinungsfreiheit, Unverletzlichkeit, Briefgeheimnis, Postgeheimnis, alles verfassungsmäßig bestätigt, garantiert. Das Volk ist praktisch der Souverän. Die Wahlen bestimmen die Zusammensetzung der Parlamente, aus denen wiederum die Regierungschefs, die Ministerpräsidenten, die Reichskanzler hervorgehen. Ganz klar Demokratie, wie wir sie auch heute kennen. Ganz wichtig für die damalige Zeit, Freiheit in Kunst, Wissenschaft, Bildung. Volksbildung wird ein ganz zentrales Thema. Bis ins Kaiserreich hatten die Volksschulen eigentlich nur den Zweck, die Leute zu verdummen. Der Kaiser eine Art Gott, den hat man zu verehren und ansonsten läuft hier schon alles richtig. Das war vorbei. Man wollte wirklich auch mündige Bürger, man wollte eine funktionierende Demokratie. Aus dieser Versammlung ist dann die Weimarer Verfassung erarbeitet worden und die ist dann im August 1919 von Friedrich Ebert, der zum Reichspräsidenten gewählt worden ist, bestätigt worden. Damit war sie in Kraft. Parallel gab es dann noch ein letztes revolutionäres Aufbäumen, was sich so bis Ende April zum Beispiel in Bayern 1919 abspielte, wo aber auch wiederum nach dem gleichen Schema wie in Berlin Truppen eingesetzt wurden, die revolutionäre Menschen, Kämpfer, verhafteten, wie wir auf diesem Bild sehen, aber größtenteils einfach brutal niedermachten. Das war nichts Ungewöhnliches. Man hat einfach dort auch unter diesen Menschen brutalst gehaust, erschossen, massakriert. Und was für Bayern besonders schlimm war, man hat die SPD dort, die SPD-Regierung in Bayern, hat preußische Truppen anfordern müssen. Und wenn man gerade diesen Dualismus kennt, Bayern-Preußen und dann preußische Truppen, die in Bayern gegen die Bevölkerung schießen, keine gute Situation. Auf jeden Fall, der bis dahin herrschende Räteregierung wurde, wenn man so will, durchaus liquidiert. Es gab grausame Ermordungen von Gustav Landauer,
Da hat man sich die Kugel gespart und hat den Mann einfach totgetreten. Das ist wörtlich zu nehmen. Und man kann sich natürlich vorstellen, die Folgen dieser Aktion, eine unwahrscheinliche Verbitterung in weiten Kreisen der Bevölkerung, gerade auch in Arbeiterkreisen. In den Wahlen der 20er Jahren ist die SPD dramatisch abgestürzt von ungefähr 40 auf ein paar 20%. Das hat richtig Stimmen gekostet. Die KPD konnte sich etablieren, so um die 10%, hat allerdings nie wesentlich mehr bekommen. Aber das war eben für die SPD zu wenig, um weiterhin regieren zu können. Und in der Folge stellten dann die Regierungen im Deutschen Reich überwiegend das Zentrum, eine sehr geschlossene, homogene Struktur, getragen von katholischen Wählern, die sich aber durchaus verständigen konnten, weil zum Beispiel der katholische Arbeiter und der katholische Unternehmer haben nicht unbedingt immer die gleichen Interessen. Sie eint der Katholizismus, aber die Partei muss eben über diesen religiösen Fundus hinaus einen Ausgleich schaffen. Und deshalb war das Zentrum eigentlich eine sehr gut geeignete Partei, um gesellschaftliche Gegensätze auszugleichen. Ja, das war die Geschichte, die sie dann folgte. Es war ganz klar, mit der Beendigung der bayerischen Räteregierung, Verstaatlichung des Bergbaus, der Zechen, der Betriebe, war absolut nicht mehr zu denken. Und dieser Punkt ist in der Verfassung auch nicht mehr erwähnt worden. Nur noch als theoretische Möglichkeit ist er irgendwie eingeflossen, könnte irgendwie bei entsprechendem Ausgleich, bla bla, also de facto nicht mehr zu machen. Und damit können wir dieses Revolutionsgeschehen 1819 praktisch am 1. Mai 1919 bilanzieren. Ja, was ist passiert? Was ist geleistet worden? Fangen wir mit dem Positiven an. Deutschland hatte zum ersten Mal in seiner Geschichte, wenn man von der 48er Revolution kurz absieht, eine wirkliche Demokratie, die gefestigt war mit einer Verfassung, mit Wahlen. Die Macht geht vom Volke, vom Wähler aus. Auch durch amerikanische Kredite bedingt ein guter, solider Aufschwung in den 1920er Jahren, die sogenannten goldenen 20ern. Heute noch ein Begriff für Kultur, Lebenslust, ja, auch wirtschaftliche Prosperität, aber leider auf Kredite finanziert. Und kommen wir gleich noch ein bisschen später zu. Wenn diese Kredite abgezogen werden, nach dem Schwarzen Freitag 1929, war es natürlich dann sehr schnell vorbei mit der Blüte. Niederwerfung der Revolution, schauen wir nochmal dieses Bild an, hinterlässt natürlich eine große Verbitterung. Gerade die Leute, die sich erhofft haben von einer Revolution, es passiert endlich was. Die Macht des Militärs wird gebrochen. Die Macht der Fabrikherren wird gebrochen. Auch die Macht der Bürokratie, die oftmals sehr verhasst war wegen ihrer Autorität, wird gebrochen. All diese Hoffnungen sind enttäuscht worden. Nach Sebastian Haffner, dem großen Publizisten des 20. Jahrhunderts, war es eine verratene Revolution. Ein ganz wichtiger Punkt, SPD und KPD werden zu ganz erbitterten Feinden. Es gibt keine Verständigungsmöglichkeit mehr nach dem Mord an Luxemburg-Liebknecht. Und das hat natürlich Auswirkungen für das Ende der Weimarer Republik. Die politisch Rechten konnten sich mit der Demokratie nie anfreunden. Die wollten einfach ihren Kaiser zurück und früher war auch wirklich alles besser. Und haben sich auch sehr schnell organisiert und gegen den Staat gearbeitet. Diese berühmte, berüchtigte Organisation Konsul hat dann auch Morde ausführen lassen, zum Beispiel an Matthias Erzberger, dem amtierenden Reichsfinanzminister, an Walter Rathenau. Also die haben durchaus in dieser Organisation Konsul aus äußerst rechten, präfaschistischen Motiven heraus schon gemordet. Ja, das war die Reaktion von rechts. Und man sieht, der gesellschaftliche Konsens, wer trägt diese Republik? Sozialdemokraten, Zentrum, Liberale, hat eine Zeit lang getragen, war aber auf Dauer angesichts der Weltwirtschaftskrise nach 1929 mit 6 Millionen Arbeitslosen, fürchterlicher Massenverarmung, dann doch zu dünn und hat den Aufstieg des Nationalsozialismus massiv begünstigt. Und dann eben 1933 zur Übergabe der Regierungs der Reichskanzlerschaft an Adolf Hitler geführt. Und das war eine Folge
davon, dass die politischen Verhältnisse in Weimar zusehends erodierten, dass immer weniger Menschen bereit waren, sich für diesen Staat, für die Demokratie einzusetzen. Und die Verfassung selbst, ja, es gab Verfassungsfehler, aber jede Verfassung ist eigentlich nur so gut, wie sie auch gelebt wird, wie sie aktiv unterstützt wird. Und die Weimarer Verfassung war schon eine wirklich gute. Und man hat an sie 1949 in der Bundesrepublik Deutschland direkt an sie angeknüpft, hat versucht, Fehler zu vermeiden, indem man zum Beispiel die Stellung des Bundespräsidenten auf eine rein repräsentative, formale Position beschränkt hat und auch die Mittel der Demokratie, sich gegen Angriffe zu wehren, nochmal gestützt hat. Ja, damit wären wir praktisch am Ende des kleinen Vortrags über die Revolution 1819 mit einem Ausblick auf das, was folgte und was eigentlich bis heute ja die Gesellschaft noch mit geprägt hat. Vielen Dank. Danke. Ja, wir haben jetzt sicher noch so gute 10 Minuten. Also wenn da noch Anregungen, Fragen sind, ist es, denke ich, jetzt der Versuch gewesen, dieses äußerst komplexe, vielschichtige, lokal durchaus unterschiedlich verlaufende Thema in eine Linie zu bekommen. Und deshalb kann es sicher Fragen geben, Anmerkungen, Kritik. Gerne. Ja, müssen wir noch mal ein bisschen zurückgehen, was die SPD wollte als immer noch stärkste Partei, auch auf dieser Nationalversammlung und auf die letzten Tage des Kaiserreichs. Da hat man eine Verfassungsänderung durchgeführt und die besagte, der Kaiser hat nicht mehr die Macht über das Militär. Der Kaiser setzt nicht mehr den Reichstag ein. Der Reichskanzler wird vom Parlament, von uns bestimmt. Die Gesetze werden von uns gemacht, die werden im Parlament verabschiedet. Da haben wir in den letzten Tagen des Kaiserreichs eine Verfassungsänderung, die eigentlich genau diesen Zustand, den wir dann in der Verfassung haben, doch ein gutes Stück weit widerspiegelt. Und man hat letztlich, wenn Sie so wollen, in der Verfassung vom August 19 an diese wenig beachteten, in der Öffentlichkeit wenig beachteten Veränderungen angeknüpft. Das heißt, die SPD wollte eine Demokratie, die wollte auch Wahlen, das wollten auch die liberalen Parteien, das wollte auch das Zentrum, das hat sich gegen Ende des Kaiserreichs immer stärker herausgestellt und da gab es einen breiten Konsens eigentlich seit 1917. Und das, was man 1917, 18 erdacht und umgesetzt hat, das hat man dann 1919 in eine Verfassung gegossen. Also eine durchaus kontinuierliche Entwicklung und die wurde dann auch von den Parteien mitgetragen. Bitte. Am Abend des 9. Ja. Die haben nicht die Räte gewählt. Die gab es ja zum Teil schon, die haben Delegierte gewählt für diesen Kongress der großen Arbeiter- und Soldatenräte. Die Soldatenräte waren ja schon da, die haben sich ja in den ersten Tagen des Novembers gebildet und die haben dann Wahlen durchgeführt, wer von diesen Räten zu diesem Kongress sollte. Und da gab es auch in den Räten, also wenn man sich die Räte vorstellt, herrscht oftmals die Vorstellung vor, das waren die ultrakommunistischen Sozialrevolutionäre. Nein, das waren überwiegend Leute in den Kasernen, die gar nicht an der Front waren, die schon älter waren, die Familie hatten, die durchaus eher bürgerlich dachten, die gemäßigt waren. Und genau diese Leute hat die SPD in schnell organisierten, ich sag mal, Ansprachen, ja, Wahlinformationen gewinnen können. Und da haben die revolutionären Obleute, die durchaus sehr revolutionär waren, einfach den Kürzeren gezogen, weil die SPD einen besseren Organisationsapparat hatte, längere Verbundenheit hatte zu den Menschen, auch über die Gewerkschaften. Und da konnten an diesem 9. abends durch große Organisation der SPD, Otto Welz in Berlin,
Soldaten und Arbeiter in den Betrieben Borsig zum Beispiel für die SPD-Politik gewonnen werden. Ja. Gut. Keine weiteren Anmerkungen, Fragen? Ja, vielleicht zur Folge der Revolution 20er Jahre, aufkommender Nationalsozialismus. Bei der Recherche zu so einem Thema, was war Zeitung, das ist das Medium, war Telefonie, Fax, was waren sozusagen die Medien, über die das Ganze abgelaufen ist? Ja, sehr gute Frage, wollte ich eigentlich auch noch darauf eingehen. Das wichtigste Medium war die Zeitung, die Presse. Das war etwas, was industriell hergestellt worden konnte, in sehr großen Mengen, auch sehr schnell. Wir haben im November Extrablätter, eins nach dem anderen, Extrablatt, der Kaiser hat abgedankt, Klatsch. Nächstes Extrablatt, 2 Stunden später, Ebert Reichskanzler. Das war das dynamischste Medium dieser Zeit. Und das ist auch kein Zufall, dass sich große Teile des Januaraufstandes 1919 im Zeitungsviertel in Berlin abspielten. Da wurde hart gekämpft, wer besetzt die Verlagshäuser. Wer die Verlagshäuser hat, hat natürlich die Meinungshoheit, hat die Pressehoheit. Sie haben auch hinter Zeitungsstapeln gesessen. Da auf dem genau, wir haben das richtig sehr gut. Gehen wir zurück. Genau, was Sie hier sehen, sind Zeitungsbündel. Ne? Die hat man aus den Verlagen, die waren fertig oder veraltet, wie auch immer, hat man rausgenommen. Und wenn man so einen Zeitungspacken nimmt, der ist stabil, da geht keine Kugel durch. Und genau richtig, man hat die Zeitungs da rausgenommen und als Barrikaden benutzt. Das andere, durchaus wichtige Mittel, eher in den elitären Kreisen, war das Telefon. Das gab es damals schon. Und ich hatte vorhin berichtet, vom 9. November auf einer Geheimleitung hat Friedrich Ebert mit der obersten Heeresleitung, mit dem Wilhelm Gröner, General, gesprochen, der ihm die Zusicherung gab, das Militär steht hinter dir, wir stützen deine Regierung. Das ging auf einer telefonischen Geheimleitung. Das konnte auch nicht abgehört werden, weil keiner von dieser Leitung wusste. Und das war das andere große Medium. Filmaufnahmen zu dieser Zeit, äußerst rar, gab es in den Kinderschuhen. Und das andere Medium, was wir auch sehen, natürlich die Fotografie, die dann wiederum reproduziert werden konnte in den Zeitungen. Das war dann schon mal in Ansätzen auch möglich. Und Radio war rein staatlich und kein... Gab es nicht. Nein, das haben die Nationalsozialisten mit den sogenannten Volksempfängern in den 30er Jahren massiv ausgebaut. Und was auch nicht so bekannt ist, die haben dann noch Ende der 30er Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg versucht, das Fernsehen einzuführen als das ultimative Manipulationsmittel für Massen. Und da gab es dann öffentliche Fernsehräume, da gab es dann wirklich ein Programm, da sind auch noch Sendungen erhalten. Also da kann man, glaube ich, im YouTube auch mal nachgucken. Also die ersten Fernsehsendungen aus nationalsozialistischer Zeit, grotesk traurig. Wann kamen denn die Wochenschauen auf? Das waren ja, wenn ich es richtig verstehe, Kinoveranstaltungen. Richtig, weil das genau. Nachrichten ja. Im Kino geschaut hat. Vor. Das waren diese Wochenschauen, propagandistische Sachen, eben als dieser Krieg, der Zweite Weltkrieg begann, wo man dann vor dem Kinofilm, als die Leute noch fit, aufmerksam waren, ne, vor der Erwartung auf den Film, erstmal so richtige Propagandasession gemacht hat und da eben diese Wochenschauen von, ja, natürlich Fronterfolgen, Kampferfolgen der deutschen Truppen, der Wehrmacht berichtet hat und auch propagandistisch eben weiter vertieft hat. Aber das war eben dann nach 1939. Gut, dann denke ich mal, ja, liegen wir auch sehr gut in der Zeit. Wir haben jetzt genau 20 nach. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Danke.